Hey, yo, hey Leute, herzlich willkommen zurück zum neuen Video und heute geht es um den Soundcore Boom 2. Ich hatte ja vor kurzem euch einen Ersteindruck gegeben gegen die Tribe Stormbox Blast und heute gibt es dann einmal mein Review dazu. Das heißt, wir schauen uns den Lautsprecher einmal an. Ich zeige euch ein paar Specs und dann gehen wir natürlich in den Soundcheck und zum Schluss gibt es dann nochmal ein Fazit. Ja, schauen wir uns den erstmal an. Ich habe jetzt hier auch nochmal ein bisschen mehr Zeit gehabt, jetzt auch ein bisschen rumzuspielen, auch mit Equalizer und so weiter. Habe da auch einen sehr guten Equalizer gefunden, womit er dann auch wirklich sehr, sehr gut klingt. Erstmal zu den Bedienelementen. Wir haben hier den oben den An- und Ausschalter, den Bluetooth-Schalter, lauter, leiser, Play und Pause, den Partycast 2.0-Button. Damit könnt ihr dann mit bis zu 100, ja, Geräte verbinden oder beziehungsweise Soundcore-Lautsprecher und den Bass-Up-Button. Hier sieht man auch ganz schön oben beschrieben, was er machen soll. Also ihr sollt anscheinend dann nicht mehr 60 Watt zur Verfügung haben, sondern 80 Watt im Bass Plus, sowohl als auch natürlich, dass hier der Bass angehoben wird. Ihr könnt natürlich hier drüber auch nochmal die LEDs ausschalten. Die habe ich jetzt hier einmal aktiviert. Die sehen immer so aus. Ja, im hellen Licht sieht man sie auch ganz gut, aber natürlich umso dunkler es ist, umso besser sieht man die dann. Ansonsten auf der Vorderseite haben wir dann ein, ja, Zwei-Wege-System. Das heißt, wir haben zwei Hochtöner links und rechts und einen Racetrack, ja, Woofer auf der Vorderseite, der wirklich, ja, groß ist. Insgesamt, wie gesagt, 60 Watt bzw. 80 Watt Gesamtleistung. Also da kommt eine ganze Menge bei rum. Ansonsten von der Verarbeitungsqualität ist wirklich gut, ist besser als bei der vorigen Generation, also beim Boom 1. Da war das Plastik nicht so schön. Beim Boom 2 haben wir jetzt hier ein bisschen hochwertigeres Plastik und auf der Vorderseite Metallgitter. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Auch wieder hier mit dem Logo. Auf der Rückseite sind dann wirklich sehr spartanische Anschlüsse. Die reichen aber auch vollkommen aus fürs ganz normale Bluetooth-Lautsprecher-Dasein. Es ist wieder sehr schwer zu öffnen. Ich hatte es schon ein paar Mal. Ich liebe Lautsprecher, die eine Lasche haben, die man dann relativ einfach mit den Daumen öffnen kann. Man sieht es hier selber, wenn man keine Fingernägel hat, ist das immer ein bisschen schwierig. Ihr habt hier einmal den EQ Out, das heißt, ihr könnt damit auch euer Smartphone aufladen. 5 Volt 1 Ampere leider nur, also nicht besonders schnell. Und den Input 5 Volt 3 Ampere. Das sind einmal die Anschlüsse. AUX-Anschluss gibt es hier nicht, das heißt, ihr könnt wirklich nur über Bluetooth den Boom 2 dann ansteuern. Ja, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, Design gefällt mir sehr gut und ich würde einfach sagen, wir schauen uns nochmal an, wie er dann so performt. Ich habe jetzt nochmal einen eigenen Equalizer erstellt, der dann den Klang nochmal deutlich, ja, neutraler dann macht und ich würde sagen, wir schauen uns das einmal an und gehen in den Soundcheck. So, und dann sind wir jetzt auch im Soundcheck vom Boom 2. Ihr könnt selber schon sehen, auf der rechten Seite habe ich eine sehr unfaire Konkurrenz dargestellt, und zwar Harman Kardon, wirklich Premium-Klasse aktuell, den Go and Play 3. Da kommt auch nochmal ein einzelnes Video zu, ist wirklich aktuell das Beste, was man so bekommen kann, für die Größe, den Preis und so weiter. Ist wirklich unfassbar, was da rauskommt. Da werden wir einfach mal sehen, was die Boom 2 da macht. Einen 99-Euro-Lautsprecher gegen einen 350-Euro-Lautsprecher. Und wie gesagt, ich habe hier mit meinem eigenen Equalizer wirklich das Beste, denke ich, rausgeholt, was beim Boom 2 möglich ist. Und ja, ihr werdet einfach mal sehen, dass da auch wirklich eine ganze Menge Potenzial da ist. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Das ist jetzt der Boom 2. Kann ihr auch schön sehen, wie die LEDs tanzen. Play 3. Und man hört, also natürlich ist der Go and Play offener, ne? Auch die Bühne ist viel, viel größer, die Definition ist nochmal besser, aber so viel schlechter klingt er gar nicht, der Boom 2. Boom 2. Play 3. Natürlich auch tiefer im Bass, aber wenn man die einfach nur die Größe und den Preisunterschied sieht, ist, denke ich, wirklich sehr, sehr gut. Nächster Track. Boom 2. Play 3.
Boom 2. Nächster Track. Wir gehen mal ein bisschen höher, so auf 60% Lautstärke. Was hier wirklich beeindruckend ist, vor allem bei der Kompaktheit und auch beim Gewicht bei 1,7 Kilo, dieser tiefe Bass, der hier trotzdem produziert werden kann. Der Punch einfach. Und Play 3. Play 3. Ja, spielt tiefer, ganz klar, auch eine ganz andere Preisklasse. Boom 2. So, und dann würde ich sagen, wir holen nochmal die Tribal Stormbox Blast hervor. Die haben wir letztes Mal antreten lassen im Standard-EQ beim Soundcore Boom 2. Und ich habe gesagt, ja, wir schauen uns das auch nochmal an. Und zwar, ja, jetzt nämlich. So, und dann nochmal mit dem Tribal Stormbox Blast. Die Boom 2 fängt hier wieder an. Und dafür, dass sie wirklich so klein ist, 1,7 Kilo hier gegen 5,6 Kilo, ist wirklich ordentlich, was da rumkommt. Natürlich auf höheren Lautstärken nicht mehr, aber nächster Track. Ein bisschen höher, 60%. Blast. Man hört wirklich, die Boom 2 macht da wirklich einen guten Job. Natürlich Tiefgang und so weiter ist nicht ganz zu 100% gegeben. Wir sprechen hier auch über komplett andere Verhältnisse. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt nochmal ins Fazit und ja, ich erzähle euch da nochmal ein bisschen was drüber. So, und dann sind wir auch im Fazit von der Soundcore Boom 2. Ja, also ich bin wirklich sehr überrascht, vor allem jetzt mit dem persönlichen Equalizer, den ich hier nochmal erstellt habe, klingt sie wirklich deutlich natürlicher. Der, ja, Equalizer von Soundcore ist nicht schlecht, aber ich finde, da ist noch auf jeden Fall
ordentlich Verbesserungspotenzial da. Mit dem Equalizer von mir klingt er da deutlich besser. Auch die Bass-Up-Taste finde ich wirklich klasse. Man merkt wirklich, dass hier nochmal ein bisschen mehr Power dann auch da ist, auch auf höheren Lautstärken. Ich denke, ich werde auch nochmal einen Outdoor-Check machen und einfach euch zeigen, dass natürlich hier die Boom 2 mit der Blast, aber auch mit dem Harman Kardon nicht mithalten kann. Ist natürlich auch ein unfairer Vergleich. Wir sprechen hier aktuell von einem Preis von 99 Euro und dafür ist das aktuell wirklich ein No-Brainer. Also da gibt es wirklich, denke ich mal, auch von der Preis- und Leistungsklasse nichts Besseres. Es gibt ja aber so ein paar Punkte, die mich immer noch stören und da hatte ich gehofft, dass das wirklich nicht mehr der Fall ist. Und zwar hat hier immer noch Soundcore Probleme mit dem Bass. Vor allem auf niedrigen Lautstärken fängt er an zu pumpen, wird immer mal wieder weggehen und so weiter. Das hatte der Vorgänger auch schon. Ich hatte gehofft, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist, denn der Motion 300, Motion 500 hatte das nicht mehr und hatte gehofft, dass das einfach ein neues Bluetooth-Modul ist, was das jetzt nicht mehr macht. Der macht es hier leider wieder. Das finde ich wirklich ja nicht gut. Das ist keine gute Verbesserung. Das muss wirklich Soundcore deutlich verbessern. Vielleicht ist das mit einem Software-Update machbar, aber beim alten wurde das auch nie gefixt und deswegen ist das ein ganz großer Kritikpunkt für mich. Ansonsten ja, gibt es eigentlich keinen Kritikpunkt, auch auf maximaler Lautstärke. Soll er sogar dem Tribit, beziehungsweise nicht dem Tribit, sondern der JBL Extreme 4 Konkurrenz machen und sie wirklich platt machen. Das würde ich auch ganz gerne nochmal ausprobieren. Mal schauen, ob ich irgendwie nochmal eine Extreme 4 bekomme. Und ja, sonst, wie gesagt, 99 Euro, 1,7 Kilo, wirklich No-Brainer, kann man wirklich nichts falsch machen. Ich packe euch natürlich auch gerne wieder alle Links in die Videobeschreibung rein. Schaut da gerne nochmal rein. Und dann würde ich sagen, ja, dann war es das auch erstmal soweit zum Boom 2. Wie gesagt, vielleicht mache ich nochmal einen Outdoor-Check. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.